Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meine Skelettarmee und ich. Wir sind hier in den Abwasserkanälen unterwegs von Kyrast. Und ja, was soll ich sagen? Wir suchen, was suchen wir denn hier überhaupt? Wir suchen hier auch irgendwas. Das Herz, genau. Also suchen wir eine Schatzkiste. So, und hier haben wir das Gleiche. Wir haben hier eine rechte Wand, die uns sagt, wir sind unten links. Also wir sind im Teil unten links. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist das, was wir suchen, oben rechts. Wenn meine Theorie stimmt. Aber das hier war ein fürchterliches Labyrinth. Das ist also ganz ekelhaft. Und ich beschwöre jetzt alle Kreaturen, die bei mir sterben, erstmal nicht, damit unser Dudi hier noch ein paar Level-Ups macht. Der hängt uns nämlich hinterher mit Level 21 und das ist nicht gut. Wenn er uns nämlich hinterher hängt, wird er demnächst des Öfteren ableben. Und das wollen wir nicht. So, links oben habe ich gesagt, nehme ich an, dass es ist. Dann schauen wir doch mal, ob diese Theorie einem Realitätscheck standhält. Aber vielleicht müssen wir auch in die zweite Etage, das weiß ich halt nicht. Ist auf jeden Fall wieder reichlich Gift hier am Start. Da kann ich auf jeden Fall mal was zu sagen. Wenn wir hier diese Gift-Dings nehmen, passieren zwei Dinge übrigens, was viele gar nicht wissen. Zum einen geht das Gift weg, obvious. Sieht man? Eh klar, ne? Wenn man was sofort sieht, dann denkt man sich, okay, das war's dann aber auch schon. Nein! Wir bekommen auch eine Zeit lang eine höhere Giftresistenz. Und die, stacked. Für eine bestimmte Zeit. Ja, und das ist jetzt ein bisschen lahmarschig, weil wir den Typen halt hochleveln wollen. Aber das ist immer noch besser, als wenn wir das jetzt machen, als wenn wir dann nur wegen ihm dann zu Fuß dann irgendwo rumlaufen müssen in irgendeinem Gebiet. Und dann da Monster kloppen lassen, damit er fertig wird. So, links oben habe ich vermutet, ne? Ja. Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Oh, es ist auch ein Durcheinander hier. Das ist ein fürchterliches Map-Design. Da habe ich, glaube ich, einen besseren. Achso, hier, Wasser, Wasser, Wasser. Problematisch wird es nur, wenn meine Theorie gar nicht stimmt und wir gar nicht links unten in der Ecke waren, sondern rechts unten oder in der Mitte in der Ecke. Aber normalerweise ist das nicht so. Ja, die Theorie hat natürlich diesen Haken. Stimmt. Das ist ein Dungeon hier, wo es zwei Eingänge gibt. Folgerichtig. Liegen die gegenüber. Und da habe ich nicht dran gedacht. Heißt aber nichts. Was denn? Weil letztlich müssen wir es eh aufdecken und finden. Also können wir auch hier jetzt weiter der Wand entlang laufen.
Ja, wir haben kein Glück mit den Kisten irgendwie. Es prangere ich an, muss ich sagen. Die Geräusche sind auch sehr beeindruckend. So, weil es die letzten Meter hier sind, nehmen wir natürlich wieder alles mit. Und dann. Seid gegrüßt. Identifizieren wir mal. Hatten wir nicht. Haben wir das Quest eigentlich mitgenommen, weil wir die Taschen voll hatten. Ja, das war natürlich sehr geschickt. Ja. Broad Axe of the Gore. 5 Mana pro Hit ist natürlich auch nicht schlecht. Gut, dann holen wir mal den Kram da raus. Ah, nee, doch nicht. Okay, das ist nicht die Kiste, die wir suchen. Interesting. Da gibt es jetzt 2 von diesen Kisten vielleicht. Oh. What's that? Interesting. I wouldn't have thought. Die wird dann natürlich... Na, wir wissen jetzt oben der Eingang, links unten der Eingang. Das heißt, die Kiste, die wir suchen, ist links unten. Oder zumindest links. Sehr viel links. Okay, so, wo sind wir hier? 2. Level. Das wirft natürlich wieder meine Theorie durcheinander. Andererseits möchte ich mich jetzt auch gar nicht beschweren. Und eine Ed-Rune. So, nehmt ihr noch mit, was es mitzunehmen gibt, und dann würde ich sagen. Ihr habt Kalims Herz gefunden, und es hat noch immer den Mut, sich Mephisto zu stellen. Legt es in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu: das Auge, das Gehirn und den Flegel. Ja, der Flegel fehlt noch. Und eben jenen finden wir, glaube ich, in Travinzal, ne? Genau. Jawohl. Guten Tag. Was haben wir hier? Achso. Identify this. Nein, die Server. Jetzt müssen wir das wieder bis hierhin spielen. Ich drehe durch. Blizzard, was zum Teufel stimmt mit euch nicht? Oh, Mann. Jeden Tag. Jeden Tag geht der Bums hier kaputt. Wie machen wir das denn jetzt, dass es nicht verloren geht? Ich glaube, wir spielen einfach weiter in Hoffnung, dass wir gar nicht rausfliegen und die Server wieder da sind und dann speichern, was wir gemacht haben. Ich kann es mir ja nicht anders... Ja. Ja, ich würde das auch noch hier hinlegen. Bleib mal ruhig, Kollege. So, weg, weg. So, 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 so. Und hier einmal rein. Ja, falls ihr zuschaut und euch wundert, warum ich meine Armee nicht komplett beschworen habe. Aldi, Lidl, Kombi, Selex, weil ich darauf warte, dass mein Typi hochlevelt. Genau. So, wir können nochmal wieder ein bisschen einzahlen hier. Ja, sollen wir jetzt nach Tarvinzal gehen und dann verlieren wir alles, was beim Serverabsturz. Ja, komm.
ein spannendes Finale für diese Folge, denn Travinsthal ist wirklich nicht so einfach, denn da ist der Hohe Rat bestehend aus drei Gegnern. Da würde ich dann auch meine Skelettarmee wieder vervollständigen wollen, ehrlich gesagt. So, hier war das Ding, genau. Und beim Bazar, wie gesagt, weiß ich es nicht, deswegen würde ich da auch mal gerne nachgucken. So. Da würde ich sagen, marschieren wir einfach mal auf der anderen Seite durch, weil da wäre dann wahrscheinlich das Feuer. Vielleicht ist auch noch ein Teleporter, ich weiß das gar nicht. Und ein weiterer Obermotz. Immer gerne mitnehmen für Erfahrung, ne? Die geben deutlich mehr Erfahrung. Deutlich mehr zumindest als normale Mobs. Ja, hier wäre der andere Sewer-Eingang gewesen, siehst du? Wenn genug Mobs da sind, natürlich, ist die Methode, den Typen zu leveln, natürlich wieder langsamer, weil wir im Spiel insgesamt nicht vorankommen. Und theoretisch können wir die Skelette auch wegschicken, aber wir brauchen sie gleich wieder. Dann fangen wir von vorne an zu orgeln. Das ist auch nicht nötig. So, wie gesagt, ich wollte mal gucken, ob es hier A, einen Teleporter gibt. Und B, ein Feuer. Sieht aus wie beides nein. Ich habe keine Schlüssel mehr. Soll ja ein paar Schlüssel einsammeln. So, Auftau-Elixier. Na gut, ich habe ja versprochen, Travinsthal, übelster Bosskampf. Dann will ich das natürlich noch erfüllen, ja, in dieser Folge. Mal gucken, wo es lang geht hier, ne? Aber Kürast. Auch langsam wirklich ein bisschen zäh mit zu wenig Skeletten. Na. So. Aber hier gibt es auf jeden Fall nochmal einen Teleporter, den wir mitnehmen sollten, nehme ich an. Gut. Dann schauen wir mal. Nur hier in dieser schönen Tempel- und Ruinenstadt. Machen wir wieder mal unser System hier an der Wand entlang. Und dann finden wir früher später genau das, was wir suchen.
Und da unten war ein Obermotz. Den nehmen wir natürlich noch mit. Oder war der einfach nur vergiftet? Nee. So, Portal, wo bist du? Nicht da. Hm. Ja, würde ich aber trotzdem gerne nehmen, weil ich habe nämlich keine Lust, dass wir hier irgendwie diese ganze lange Reise in diesem Let's Play dann nochmal hier hochlatschen müssen. Tja, irgendwie sind wir wahrscheinlich jetzt einmal ganz geschickt außen rum drumherum gelaufen mit dem Teleporter. Ich meine, wir können auch den Travinzal nehmen, ne? Aber ich hätte gerne. Kennt ihr das, dieses Completism? Completism? Wie heißt denn das richtig? Completismus? No way? Muss er ja sein. Aber so öffnen wir natürlich auch viele der Runen. Ich meine, es ist ja in Diablo ist ja eh viel Sammelei und nochmal Sachen mehrfach machen und so, weil man dann unbedingt das bekommen möchte, was man bekommen möchte. Na, natürlich, genau nachdem ich das Ding genommen habe, muss hier im Brunnen kommen. War ja eigentlich klar. Gut, jetzt aber. Auf nach Travinzal. Unsere Armee ist, glaube ich, vollständig. Jawohl. Und da kämpfen wir dann gegen das Triumvirat. Hoffentlich erfolgreich. Vorher glaube ich noch so ekelhafte Caster-Mobs. Mal gucken, dass wir die auch loswerden. Nochmal. Sieht ja gut aus. Ja, ich mag das lieber ein bisschen vorher freizuräumen, weil hinterher addest du die und dann stehst du da mit deinen Talenten, was nichts gekonnt. Ja, ich sehe schon den Server abstürzen und mich wieder bis hierhin spielen.
Alleine. Doppelt. Deswegen habe ich eigentlich keine Lust, das jetzt hier zu machen. Und wir haben dann irgendwie so einen super genialen Drop. Und stellt sich dann raus, wir verlieren den, weil, ne? Cause reasons. Komm, dann nehmen wir die auch noch mit, die Mobs hier. Ja, und ich bin auch wirklich jetzt niemand, der jetzt auf Blizzard rumhauen will, weil, ne, das gerade nicht funktioniert oder so, aber es ist schon ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich, dass sie so einen tollen Release eigentlich haben von so einem tollen Spiel und sich dann das da wieder so ein bisschen aufgebaute da mit dem Arsch wieder rumreißen. Ich bin gerade hier von dem Layout etwas irritiert. Wir müssen irgendwo falsch abgebogen sein. Wo sind wir hier? Das ist doch nicht richtig, oder? Ne, hier ist der Eingang, oder was? Doch! Oh, hier ist das Ding schon. Wie hab ich dir jetzt gepult? Scheiße. Habe ich jetzt ganz von hinten gepult oder was? Nee. Hier sind auch noch welche. Hä? Haben wir das Dreigestirn einmal doppelt hier gepult oder was? So. Mehr wollte ich auch gar nicht. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal kurz abgeben. Der nächsten Runde geht's in Richtung Mephisto. Oder so. Wird Kalims Flegel mit dem richtigen Zauber behandelt, kann er die hypnotische Kugel zerstören und den wahren Weg zu Mephisto sichtbar machen. Legt ihn in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu, das Auge, das Herz und das Gehirn. Nutzt dann die Verwandlungskraft des Würfels und ihr erhaltet Kalims Willen. Es war wichtig, Kurast vom Rat der Zakarum zu befreien. Aber es liegen noch mehr Aufgaben vor euch. Auch die hypnotische Kugel muss zerstört werden. Diablo und Baal dürften ihren Bruder Mephisto inzwischen fast gefunden haben. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Es ist ja immer was zu tun. Würdest du mir freundlicherweise noch die Sachen... Pass auf, jetzt haben wir gleich ein Amulett mit plus 3 zu Totenbeschwörer-Skills. Und dann verlieren wir das wegen dem Rollback, ne? Das ist genau das. Diese Art von Spiel, wo solche Sachen nicht passieren dürfen. Es darf sowas, dieser Art von Spiel, nicht passieren. Und es gibt für mich kein Szenario, wie das nicht mit Hardware lösbar ist oder mit Skalierung oder mit Cloud-Lösungen, wo Blizzard dann irgendwie sagt, komm hier, nachmittags um 15 Uhr, Amazon AWS, gib mal hier GIF, ja? Und das zu lösen. Ich verstehe es nicht, Leute. Deswegen, ich sage es an dieser Stelle schon mal auf Wiedersehen und ja, ich bin gespannt, ob wir Mephisto mit dem gegenwärtigen Gear spielen oder mit dem Rollback-Gear, denn ja, wenn es jetzt ein Rollback gibt, fangen wir wieder von vorne. Ich fürchte, es wird ein Rollback geben. Bis zur nächsten Folge, was auch immer dann passiert. Ich will nicht.